WH Self Invest. Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. Und zwar mit unserem Gastredner Dirk Frischewski, den ich gleich begrüßen werde, natürlich auch an dieser Stelle und gleich dazu holen werde. Und der Dirk, der spricht heute zum Thema Insider-Trading mit Aktien, und zwar, wie man das auf ganz legale Art und Weise machen kann. Bin ich mal gespannt, lieber Dirk, was daran legal sein soll, aber schauen wir mal. Da habe ich ihn schon gehört. Ja. Hallo Dirk, grüß dich. Grüß dich. Dirk, ja, wollte ich eigentlich noch dich noch ein paar Worte ankündigen, aber da habe ich mich selber ein bisschen jetzt hier in Rage geredet. Aber Dirk, ich, also der Dirk Frischewski heute unser Sprecher und Redner und ja, jeden Tag eigentlich mit Marktanalysen zu allen möglichen Instrumenten. Machst du, ne? Und stellst uns dann heute zu diesem Thema ganz interessante Facts vor, hoffe ich doch. Und Dirk, bevor ich dich auf die Menschheit loslasse, wollte ich ganz kurz unseren Zuschauern, obla, ich habe jetzt auch vergessen, den Bildschirm zu übertragen, sehe ich gerade. Jetzt müsste man es auch sehen. So, jetzt habe ich aber hier einen falschen. So, jetzt kann ich im kleinen Vorschaufenster sehen, jetzt sieht man hier eine Plattform von mir, genau. Jetzt wollte ich gerade nochmal unsere Zuschauer kurz fragen, wie es bei Ihnen ausschaut, liebe Zuschauer. Haben Sie oder wie lange sind Sie bereits am Traden? Sind Sie professionell? Sind Sie Anfänger? Handeln Sie noch gar nicht zum Beispiel an den Märkten? Es wäre sehr nett, wenn Sie uns hier eine der drei Antworten geben würden. Lass das noch ganz kurz ein paar Sekunden auf dem Schirm stehen. Können wir so ein bisschen auch einschätzen, wer hier so zuschaut bei diesen speziellen Webinars. Das ist eher ein spezielles Thema, keine Plattformeinführung. Und ich werde mich zwischendurch, wenn der Dirk mal Pausen macht, auch mal melden und Fragen von Ihnen beantworten. Sie dürfen auch gerne Fragen stellen. Bitte, ich wiederhole das auch gerne immer mal wieder zum Thema, bitte die Fragen wirklich aufs Thema beziehen. Fragen zu Plattform, unserem Angebot, die jetzt wirklich nichts mit dem Speech vom Dirk zu tun haben, die bitte hinten anstellen oder mir persönlich einfach heute Abend noch schreiben oder einfach morgen mal durchklingeln, dann können wir die gerne durchgehen. So, lieber Dirk, also nochmal herzlich willkommen. Jetzt bist auch du dran. Ich hoffe, dir geht's gut und du bist soweit gesund. Ich bin soweit gesund. Ich sehe aber deinen Bildschirm und ich weiß nicht, ob man meinen Bildschirm sieht. Nee, noch nicht, aber den kannst du jetzt. Jetzt, ja. So, jetzt müsste man auch meinen Bildschirm sehen. Jetzt sieht man ihn und Dirk, ich gebe dir das Wort. Viel Spaß. Ich melde mich, wie gesagt, zwischendurch, wenn die Kunden Fragen haben hier. Ne? Bis gleich. Das ist klar. Bis denn. So, liebe Zuhörer, wir machen es einmal nochmal ganz offiziell. Einen schönen guten Abend erst einmal in die Runde. Frischewski ist mein Name. Heutiges Webinar hier für WH Self Invest, heute 24. September. Das Thema hat Marc eben ja schon angekündigt. Insider Trading mit Aktien auf, in Anführungszeichen, extra mal unverschämt legale Art geschrieben. Ist ja auch gar nicht so total fragwürdig, wenn man sich mal überlegt. Insider Trading hört sich immer so etwas komisch an. Es ist natürlich so dann auch legal, wenn derjenige Insider das gemeldet hat. Mit diesen Dingen wollen wir uns auch auseinandersetzen und inwieweit das überhaupt von den jeweiligen Marktteilnehmern, die dort als Insider gelten, zu berichten ist und wo das berichtet wird, wie das berichtet wird, was man da vielleicht mit anfangen kann als auch privater Trader. Das wollen wir so ein bisschen Stück für Stück uns rausarbeiten. Wie finde ich diese Informationen? Wie sind sie zu lesen? Also wie kann ich sie überhaupt rauslesen? Wie kann ich sie interpretieren? Und so weiter und so fort. Und gibt es das neben deutschen Aktien dann, also sprich also für die deutschen Aktien, gibt es das auch für US-Aktien beispielsweise. Und das wollen wir uns alles Stück für Stück angucken. Das bin ich. An der Stelle nur kurz Vorstellung. Wie gesagt, Dirk Frischewski, neben Trader auch Unternehmer. Ich mache auch viele Marktanalysen, Research-Produkte, die bekannten, die man beispielsweise immer mal wieder sieht, auch im Bereich des Forex-Tradings. Deswegen FX-Dirk, das Kürzel hier von meinem Twitter-Feed, seit vielen, vielen Jahren da dabei, mittlerweile über 32.000 Follower angesammelt. Dort werden auch hin und wieder mal Marktentries und dann auch Exits dann quasi vorgestellt. Mittlerweile ist das nicht mehr täglich, weil der Markt es auch von meinem Setup, also sprich vom Swing-Setup auch nicht immer hergibt. Also lieber dann weniger,
aber ein bisschen klarere Dinge kann man ja vielleicht mal anschauen, wenn Sie da Lust haben. Ja, die ein oder anderen Webinare gemacht schon hier für VIA Self Invest und so wie Sie das beispielsweise auch vielleicht am 10. September gesehen haben, da haben wir uns mit den COT-Daten beschäftigt. Das geht halt hier auch ein Stück weit eher in dieses Thema hinein. Wir wollen uns da nämlich auch mit Dingen beschäftigen, die wir uns zum Beispiel auch ganz gemütlich bei schlechtem Wetter am Wochenende angucken können, weil das sind auch keine Realtime-Daten. Das sind letzten Endes Daten, die man auch ein bisschen angucken kann, auch mit einer zeitlichen Verzögerung, ohne Probleme von mehreren Tagen, Wochen, wenn nicht sogar Monaten, und schauen, wie die jeweiligen Insider da agiert haben. Kommen wir zur Risikowarnung, wie es bei jedem Webinar trotzdem auch wichtig ist, das nochmal zu erwähnen. Wichtig ist auch hier, dass es mal beim Handel mit Aktien, mit CFDs, mit Futures, jedweden derivativen Finanzinstrumenten, letzten Endes auch mit Anlagevehikeln auf Margin, nicht um einfache Handelsobjekte geht, wie einfach mal irgendwo eine Anleihe zu kaufen oder auch ein relativ sicheres Finanzprodukt irgendwo zu kaufen, was mit einem Zins belegt ist, sondern es geht hier letzten Endes um eine gewisse doch spekulative Anlage. Da muss man also auf jeden Fall auch mit dem Kapital nur handeln, dessen Verlust man sich auch wirklich leisten kann. Also das sollte man sich immer hinter die Ohren schreiben. Wichtig auch eine Konsultation eines unabhängigen Finanzberaters und etwaig auch eines Steuerberaters. Nicht schlecht. VIA Self Invest, an der Stelle nochmal ganz kurz erwähnt, ist auch wichtig, wenn man mit einem guten Handelspartner unterwegs sein will, sprich Broker, dass man nicht einen wählt, der einfach mal so gerade gestern die Türe und Tore aufgemacht hat, sondern die gibt es hier schon sehr, sehr lange, sprich seit 1998 und neben Luxemburg und auch Deutschland wie Frankfurt beispielsweise an vielen, vielen Stellen in Europa. Man sieht ja hier an diesen Stellen, wo auch die jeweiligen Authorities, Aufsichtsbehörden und so weiter stehen, wo VIA Self Invest überall registriert ist. Gucken wir auf die Thematik selbst. Bevor wir in diese Direct Dealings reingehen, will ich das ein bisschen halbwegs so einsortieren, wo das ungefähr so in welchem Bereich der Analyse das vielleicht reingehört. Ich bin so ein Freund, ich bezeichne das als interdisziplinäre Analyse und diese interdisziplinäre Analyse, die soll halt an dieser Stelle ein Stück weit auch zeigen, dass es eine Disziplin nicht nur alleine gibt, sondern die miteinander vielleicht sogar in Anführungszeichen zu verrühren ist, beziehungsweise zu kombinieren ist. Und da ist die technische Analyse natürlich ein Baustein, da ist die fundamentale Analyse ein Baustein, ist aber auch die Sentimentanalyse ein Baustein. Also diese Dinge kann man natürlich auch nur machen, wenn man sich also mit einem sogenannten Swing Trading oder auch Positionstrading beschäftigt. Es ist logisch, dass Intraday Trading, Scalping, natürlich das keinen Sinn macht, diese Analyseansätze zu verwenden. Mangels Zeit, allein schon ein viel zu geringes Zeitfenster, wäre in dem Fall Unsinn. Da wäre dann nur die rein technische Analyse dann dementsprechend heranzuziehen. Die Analysemethoden hier nochmal ganz kurz in der Übersicht. Fundamentalanalyse sollte eben klar sein, wer noch nicht lang dabei ist im Trading. Das sind alles Dinge, die damit hineinrühren, vom Jahresgeschäftsbericht, Bilanzen lesen und so weiter. Mal gucken, inwieweit ist eine Bilanzprognose da greifbar. Kann man sich diverse Kennziffern, Kennzahlen rausgucken, wie Kursbuchverhältnisse, Kursumsatzverhältnisse und so weiter. Und was läuft parallel zum Aktienmarkt, vielleicht auch noch in anderen Assetklassen, wo man ein Stück weit sehen kann, darf ich mich jetzt heute überhaupt stark aus dem Fenster lehnen, auf der Aktienseite lastig sein? Oder sollte ich mich heute etwas zurücknehmen? Oder sollte ich lieber auf der Shortseite unterwegs sein? All diese Dinge, die da noch mit reinrühren, wie auch volkswirtschaftliche Daten, Geldpolitik und weitere mikro- und makroökonomische Zusammenhänge. Technische Analyse gar nicht so weit. Kennt jeder von Anfang an, von Candlesticks über auch Oszillatoren, Indikatoren, sonstiges, was wir alles in den jeweiligen Plattformen haben. Und wie es Marc ja eben auch auf der Handelsplattform gezeigt hat, war ja auch schon einiges davon zu sehen. Das soll an der Stelle hier heute nicht thematisiert werden. Sentimentanalyse, das noch zur Kurzvorstellung, was das bedeutet, auch zur Verhaltensökonomik, also Behavioral Finance, dass man hier Interpretation, Stimmung von Investoren an der Börse insoweit auch in der Form ausdrücken lassen kann, beziehungsweise auch ansammeln kann, diese Daten, die man da auch verwenden kann, dass sie als beispielsweise Kontraindikatoren zu verwenden sind, wie wir das auch am 10. September mit den COT-Daten ein Stück weit thematisiert haben. Sentiment letzten Endes bedeutet Empfindung, Gefühl, Stimmung und ein Stück weit würde ich aus diesem Grund auch Directors Dealings ein bisschen in diese Richtung hineinrühren wollen, weil sie ein bisschen von dieser Stimmung für eine jeweilige Aktie dann auch ausdrücken, wenn ein Vorstand oder ein Aufsichtsrat oder irgendeiner in einer größeren Beziehung zu dem Unternehmen stehender Insider beispielsweise großspurig Aktien kauft oder eben auch verkauft.
Gehen wir noch ein paar Punkte an, was es noch so gibt, parallel, damit wir das auch noch wenigstens noch mitnehmen. Ich habe ein paar Mal schon vielleicht in den letzten Webinaren kurz angesprochen, Sentimentanalyse, was da auch noch mit reinrührt. Wir finden das alles kostenfrei auf den jeweiligen Websites der Börse Frankfurt, der Börse Stuttgart, jeweilige Sentiment-Indizes. Und wir finden natürlich auch noch ein paar für die US-Börsen, sprich für die US-Indizes, meistens aufgelegt auf den S&P 500, wo wir auch noch ein bisschen Sentiment sehen können. In dem Fall hier von CNN mal aufgelegt, Fear and Greed Index, in dem Fall jetzt aktuell zum gestrigen Tag 46 Punkte neutral. Und wir finden auch noch das American Association of Individual Investors, also das AAII Investor Sentiment Survey, was auch ein Stück weit sagt, wenn man hier übrigens mal drauf guckt, Bearish Sentiment 46%. Überordentlich, die Leute sind viel zu bearish momentan, also da kommt vielleicht nochmal eine ordentliche Aufwärtsbewegung in den nächsten Wochen doch nochmal auf uns zu. Würde passen, so in Richtung kurz vor der Wahl. Mit Sicherheit auch recht nett für die jeweilige gerade tätige Administration in den USA. So, Thema Directed Dealings. Was soll das eigentlich? Wo kommt das eigentlich her? Was bedeutet das eigentlich? Definition, was ist überhaupt ein Insider? Wie das Wort schon so sagt, ein Insider ist letzten Endes ein jemand, der Informationen hat für die Außenstehenden letzten Endes, überhaupt gar keine Chancen da im Moment sind. Letzten Endes erkennt seine Bücher. Ein Vorstand sollte das vielleicht tun. Ein CFO, also ein Finanzvorstand, sollte diese Bücher vielleicht sogar noch besser kennen. Insgesamt der Vorstand eigentlich und auch die Aufsichtsgremien, sprich der Aufsichtsrat, der Aufsichtsratsvorsitzende, der vielleicht hin und wieder ja auch da ein bisschen was zu melden haben sollte. Und das sind letzten Endes alles Insider. Und diese Insider haben eine gewisse Art an Informationsvorsprung, den wir teils vielleicht leider nicht haben. Sie können also auch ein Stück weit gucken, wie sehen dann ungefähr meine Bücher oder wie könnten sie aufgrund der Auftragslage in den nächsten 3 bis 6 Monaten aussehen. Und dementsprechend können die ein oder anderen Deals der Insider vielleicht auch nicht ganz uninteressant sein, wenn sie denn da Aktienpakete von ihrem eigenen Unternehmen beziehungsweise von dem Unternehmen, für das sie tätig sind, zukaufen. Insider, die diese Informationen verfolgen und das sind letzten Endes vielleicht mal kurzfristig Informationen, die reinfließen, wo dann auch quasi im Ticker das erscheint unter DD, also Direct Dealings, ob das jetzt über DGAP, T-Ticker und andere Ticker, die es gibt, reingespielt wird. Müssen Sie mal gucken, findet man jeweils auch in dem Research unter Google einfach unter Direct Dealings, DGAP.DD oder auch viele andere Seiten einfach mit Direct Dealings versehen, auch das auswerfen. Wo ist das geregelt? Der Insiderhandel selbst, der ist im deutschen Wertpapierhandelsgesetz geregelt worden seit 1994. So wie das halt auch vom Wort heißt, Insiderhandel ist grundsätzlich eigentlich strafbar, aber nicht, wenn man es meldet. Ja, also ist mit anderen Worten ein Vorstandsvorsitzender, der mal einfach irgendwo Aktien kauft und das nicht meldet und beispielsweise sein Unternehmen gehört in die DAX-Familie, also von DAX, MDAX, SDAX, TechDAX und so weiter oder auch überhaupt den Prime Standard weiteren Unternehmen und er meldet das nicht, dann macht er sich strafbar. Deswegen wird das gemeldet. Es gibt einen sogenannten Filing-Prozess, also Erklärungsprozess, der funktioniert auch online mit Dokumenten und dann wird das an die BaFin übermittelt, alles im elektronischen Verfahren. Und das gibt es auch in anderen Ländern. Hier in der Europäischen Union hat man das auch noch neu geregelt. Seit dem 3. Juli ist das mit einer Marktmissbrauchsverordnung aufgrund einer Marktmissbrauchsrichtlinie auch umgesetzt worden. Und die jeweiligen Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben das dann natürlich auch jeweils umgesetzt, beziehungsweise nationales Recht umgesetzt oder dem angeglichen. Also man findet diese offiziell im Artikel 19 Marktmissbrauchsverordnung. So, warum geht es nicht weiter? So, die rechtliche Grundlage, also dieses MAR heißt letzten Endes Market Abuse Regulation in dieser Marktmissbrauchsverordnung, die beinhaltet dann die ganzen Vorschriften. Also wenn Sie tatsächlich sich das einmal antun möchten, das ganze juristische Gefasel, was da drin steht, dann sei Ihnen das natürlich offen. Soweit ist es allerdings etwas, was Kapitel für Kapitel mit Offenlegungspflichten und so weiter dann eigentlich auch irgendwann logisch ist, dass das halt auch alles auf der Seite der BaFin nochmal relativ kompakt zusammengefasst
zu lesen ist. Also man muss sich nicht mit solchen juristischen langwierigen Texten dann auseinandersetzen. Das bringt ja auch nichts. Die Meldeschwelle ist wichtig. Man hat eine Meldeschwelle früher gehabt, ab 5.000 Euro. Man kann sich sicherlich vorstellen, da kam ein Haufen Holz zusammen. Viele, viele unsinnige Signale, wenn man sie als Signale jetzt mal bezeichnen will, kamen dann natürlich auch über die Ticker. Der eine oder andere, der hier mal irgendwo 1.000, 2.000 und 3.000 kaufte und damit die 5.000-Schwelle schnell erreichte. Das ist mittlerweile angehoben worden mit einer Schwelle auf 20.000 Euro. Das heißt also, ab dem 1. Januar 2020 gilt die. Und wenn jetzt hier beispielsweise jemand sich wundert, dass er irgendwie noch irgendwo immer wieder Meldungen sieht, 1786 Euro irgendwo Aktien gekauft, dann erscheint das nur deshalb in diesen Zusammenfassungen, weil der jeweilige Herr oder auch die jeweilige Frau dann diese jeweilige Schwelle bereits eh schon überschritten hat, diese 20.000er Schwelle, und die ganzen Dinge dann auch gesammelt werden. Und das addiert sich. Man muss das addiert sehen. Sollte das nicht der Fall sein und man bleibt unter 20.000, taucht man auch in die jeweiligen Meldungen gar nicht auf. Warum können die interessant sein? Es hat manchmal auch in diesen Tagen, gerade wenn der Markt immer mal wieder eine Klatsche einem wortwörtlich gibt und auch ordentlich fällt und dann auch vielleicht mehrfach nochmal fällt, wie wir es ja schon auch in diesem starken Abschlag Richtung März gesehen haben, zwischen Februar und März gesehen haben, hin und wieder auch eine gewisse Symbolkraft, wenn ein, sagen wir mal, CEO oder auch CFO, also Finanzvorstand, massiv Aktien seines eigenen Unternehmens kauft. Er gibt ein gewisses Signal auch in den Markt hinaus, dass er Vertrauen in dieses Unternehmen hat und dass er es beispielsweise auch zu diesem Zeitpunkt als günstig erachtet, sowohl also günstig zeitlich als auch günstig natürlich monetär, dort in dieses Unternehmen, in diese Aktien dort auch einzusteigen. Das signalisiert er uns dann und wir können, so wir wollen, dann diese jeweiligen Trades oder diese Positionen nachempfinden, nachbauen, wenn wir wollen. Das Schöne daran ist, das sind keine Realtime-Daten. Man ist von beispielsweise 2 bis 4 Tagen mit Nachlauf, ist man da also da überhaupt sowieso nicht auf den Punkt genau mit den Tagen. Und es muss auch gar nicht sein, weil viele jeweilige Unternehmensführenden, beispielsweise aus dem CEO, CFO und sonstigen Bereichen, haben auch nicht immer das beste Markttiming. Ja, das bedeutet also, man kann möglicherweise sogar als privater Trader dann diesen Trade vielleicht sogar mit einem günstigeren Kursverhältnis nachbilden. Ja, selbst auch schon oft passiert. Ist mir auch schon geglückt bei beispielsweise Trades, die ich nachher 2, 3 zumindest mal anspreche, die da auch über dieses Insider-Trading zustande kamen. Das muss man nicht von morgens bis abends machen. Das ist auch Unsinn. Man kann das aber als Zusatz verstehen. Und man kann das als ein kleines weiteres Tool sehen, so wie ich das auch schon mal bei den COT-Daten getan habe, dass man ein Stück weit mal noch als weitere Informationsquelle nutzen kann. Der Grund, warum man das macht, Publizitätspflicht, Offenlegungspflicht, Markttransparenz, ist natürlich auch obendrein, dass man halt sieht, dieser Markt wird reguliert bzw. überwacht. Da kann nicht einfach jeder rumspielen, wie er will. Und die jeweiligen Vorstandsvorsitzenden, Aufsichtsräte und so weiter, die haben letzten Endes dann auch da ein Stück weit eine sogenannte Schwelle, nämlich Berührungsschwelle. Sie müssen dem Markt zumindest sagen, was sie da tun. Wer ist meldepflichtig noch zusätzlich? Sie können sich sicher vorstellen, dass der ein oder andere, der im Vorstandszimmer vielleicht beispielsweise Reinigungsunternehmen ist oder sonstiges macht, dass der da auch auf eine Liste gehört, auf eine sogenannte Insiderliste. Das heißt also die Vorstandsassistentin oder der Assistent. Oder beispielsweise das Reinigungsteam, das möglicherweise, sofern die Unterlagen überhaupt verstehen, da Zugriff drauf haben. Die gehörten dann in dem Fall auch auf Insiderlisten. Also das nur mal, um das noch zu komplettieren. Die Meldung, die hat spätestens 3 Geschäftstage nach dem Abschluss des Geschäfts zu erfolgen. Und das sieht man dann anhand des Datums dann meistens auch auf der Seite der BaFin, von welchem Datum das dann ist. Und dann kann man sich auch ungefähr dann auch noch dann natürlich auch den Kurs und den Tag dann auch noch ansehen, an dem das vollzogen wurde. Auch das gucken wir gleich an. Wichtig noch, wo findet man das überhaupt? Die Website der BaFin, die bietet da alle Informationen. Man kann das in dem Bereich Publikation und Daten sehen. Wir gehen auch auf die Homepage drauf und schauen uns direkt die Reiter an, wo wir es finden.
und spielen da mit den jeweiligen Firmen, die wir uns da hier rausgeschaut haben, auch mal ein bisschen rum und gucken uns an, was da vielleicht momentan auch vielleicht, ja, sagen wir mal, zumindest interessant aussieht. Also ein klares, hundertprozentiges Signal gibt es in keiner Börsenwelt. Sonst hätten wir alle garantiert irgendwo ganz, ganz fette Millionen, Milliarden Konten und würden irgendwo an der Südsee vielleicht hocken. Gucken wir uns also die Presseportale, gucken wir uns die Meldungen und so weiter dann einmal an. Wo finden wir das? Das sehen wir mal hier auf schwarz auf weiß bzw. blau auf weiß, www.bafin.de, im Falle der USA über die SEC, die Securities Exchange Commission. Und diese Insider-Meldungen, diese Directors-Dealings, findet man, was so zum Beispiel auch in Österreich, in Frankreich, in der Schweiz, mittlerweile bei vielen, vielen Ländern ja so implementiert, UK und so weiter. Jetzt muss ich noch kurz gucken, dass ich nicht noch hier den einen Punkt oder anderen Punkt noch vergesse. Ich habe mir auch eine kleine Stütze noch parallel auf Papier geschrieben, damit ich nicht irgendeinen Punkt noch hier hinten liegen, hinten runterfallen lasse. Okay. Gehen wir zu einem Beispiel dann aus dem Bereich der BaFin. Ich habe extra mal ein altes noch genommen. Neue können wir uns anschauen. Ein altes habe ich deshalb genommen, weil ich aufgrund ja, dieser Daten selber mal auch einen Kauf hier gemacht hatte. Das ist jetzt zwar aus dem Jahr 2019, aber so ewig her, dass ich mich da nicht dran erinnern kann, ist es ja auch nicht. Und da sieht man hier zusammengefasst natürlich links der meldende Emittent, die Deutsche Bank in dem Fall. Und man sieht dann jeweils auch in dieser Spalte, ich weiß nicht, wie weit man hier das mit der Maus vielleicht halbwegs sehen kann. Na gut, also jedenfalls in der Spalte Meldepflichtiger sieht man die jeweiligen Namen. Dann sehe ich Christian natürlich als CEO, als Vorstandsvorsitzender und man sieht natürlich auch hier den Aufsichtsrat Achleitner und man sieht auch die anderen jeweiligen Herrschaften. Und vor allen Dingen, was wichtig ist, als Signal oder was man als Aussortieren schon bezeichnen kann, wenn man das bei Art des Geschäfts schon mal aussortiert. Wenn Sie hier sehen, finden Sie auf diesem Pamphlet hier, auf diesem Papier, sehen Sie eigentlich nur vier Signale. Nämlich Kauf. Nur da, wo Kauf steht. Bei den ganzen anderen Dingen, wo Art des Geschäfts steht, sonstiges, das können wir schon gerade hinten runterfallen lassen. Das sind meistens Mitarbeiter, Optionsprogramme, sonstige Geschichten, über irgendwelche Derivate oder auch andere Ausübungen, Awards, Grants, wie das alles heißt. Das können wir alles hinten runterfallen lassen. Wir gucken also in dem Fall immer nur auf Kauf und gucken natürlich auch auf die jeweilige Transaktionssumme. Da gucken wir auf einen Bereich dann mal drauf. Wenn man darauf klickt, findet man so eine Tafel. Die kann man sich von mir aus auch als Excel oder sonst was runterladen. Und diese Tafel zeigt jetzt hier in dem Fall Angabe zu der Person. In diesem Fall derjenige, der das vorgenommen hat, die Transaktion, ist hier der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Paul Achtleitner. Steht auch drauf extra, welche Position hat er in dem Unternehmen hier am Punkt 2, Aufsichtsrat. Punkt 3. Welche Emittent? Deutsche Bank. Unten drunter dann noch die Leihe, also das ist die jeweilige Nummer. Und Sie sehen dann halt hier im Bereich Unternehmen nochmal die Adresse und so weiter und so fort. Und dann sehen Sie vor allen Dingen das Wichtigste überhaupt an diesem ganzen Signal erst einmal, Art des Geschäfts, Kauf. Und auch keine Erläuterung dazu, also nicht irgendwelche anderen Dinge, dass das aus irgendeinem Topf kommt von der Deutschen Bank und Ihnen gut geschrieben wurde, sondern es ist ein Kauf seinem eigenen Vermögen. Und man schlägt quasi die Augen nochmal doppelt auf, wenn man sieht, er hat das da zu diesem Zeitpunkt am 2.8.2019 zu einem Kurs von 6,84 Euro mit einem Volumen von 992.380 Euro getan. Sprich, er hat da fast 1 Million Euro aus seinem Privatvermögen reingeballert. Das macht man auch nicht, wenn man Dr. Paul Achleitner heißt und ziemlich viel Geld hat, dass man einfach mal so eine Million fast zum Fenster rausschmeißt, sondern da weiß man in diesem Fall eigentlich meistens schon, oder zumindest geht man davon aus, dass die Aktie nicht mehr lange da unten in diesem Fall rumdümpelt. Wenn man sich die heute anguckt, die Deutsche Bank Aktie, ist das natürlich ein anderer Spruch, aber zu diesem Zeitpunkt zumindest war das ein schönes Signal. Das habe ich auch nachgebildet und zumindest mal einen Euro mitgenommen. Da kann man jeweils immer drüber streiten, wann der perfekte Ausstieg ist. Ich sage immer, an Gewinnmitnahmen ist keiner gestorben. Und wenn man einfach mal mit einem kleinen Teil wieder rausgeht und sich neuen anderen Geschäften widmet, glaube ich, überlebt man die ganze Sache
erstens viel entspannter und zweitens überhaupt auch, was sehr wichtig ist. Also Sie sehen, also das sind solche Signale dann auch, in diesem Fall hier ein relativ starkes Signal, was man hier auch verwerten kann. Hier haben wir noch ein weiteres mal als sagen wir mal, Negativbeispiel, was nicht als Signal gilt, nur damit Sie wissen, was ich meine, dass es also nicht jede als Signal zu werten ist. Hier haben wir den Herrn Christian Sewing, also sprich den CEO, den Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bank. Und natürlich vom Aufbau immer das Gleiche. Man sieht hier dann Art des Geschäfts Sonstiges. Ich habe Ihnen ja vorhin gesagt, darüber, das kann man als Signal nicht verwenden. Ich will es nur mal sagen, was hier beispielsweise dann sowas wäre. Hier steht Lieferung von Aktien aus im Jahr 2014 gewährten variablen Vergütungskomponenten. Ja, da wurde ihm das in Form von Volumen von 145.000 hier in dem Fall von variablen Vergütungskomponenten zugeschrieben. Es gibt auch noch andere Geschäfte, wo dann beispielsweise er dann hier, wie es hier steht, Erläuterung zukauft jedes Mal. Da gibt es auch eine Vereinbarung der Deutschen Bank in diesem Fall hier. Und man sieht hier an der Erläuterung, was da passiert. Ja, hier werden Aktien erworben mit einer Dauerorder. Das ist quasi, als würde einer zu einem gewissen Zeitpunkt, zu einem gewissen Datum seinen Finger breit auf die Kauftaste drücken und Aktien der Deutschen Bank kaufen. In dem Fall hier hat man das mit der Laufzeit versehen. In dem Fall dann bis zum 31.12.2022. Das heißt, dieses Kaufprogramm läuft auch noch. Und das monatliche Volumen ist 15% seiner monatlichen Nettovorstandsvergütung, was ja mit Sicherheit nicht wenig ist. Man kann das nachschauen. Auch das findet man im Geschäftsbericht, was das ist, was für eine Summe. Und dann sieht man letzten Endes, mit wie viel Moneten der da jedes Mal mit dieser jeweiligen, mit dem jeweiligen Aktienerwerb in den Markt geht. Das ist eine Vereinbarung. Das ist als Signal nicht zu verwerten. Das heißt nur, dass letzten Endes die Vorstände daran auch angehalten sind, in das eigene Unternehmen ein Stück weit zu investieren. Das ist übrigens kein Phänomen, was da bei der Deutschen Bank nur irgendwie unterwegs ist, sondern das werden Sie quer durch alle DAX-Unternehmen sehen, dass es dort auch gewisse, ja, in Anführungszeichen Kaufverpflichtungen gibt von den jeweiligen Aufsichtsräten und auch von den Vorständen. Deswegen muss man da immer aufpassen, welche Signale man auch aus den Insider-Daten herauszieht. Wir gucken uns das auch gleich noch an auf den jeweiligen Seiten. Ich will das nur noch jetzt hier im US-Beispiel machen. Man findet auch dort natürlich Directors Dealings. Da ist es quasi ja auch fast schon, ja, sagen wir mal, fast schon in Anführungszeichen erfunden worden. Das gibt es ja auch schon eine ganze Weile. Die Securities Exchange Commission gibt es auch nicht erst seit gestern. Und zu finden sind diese Dinge hier, wie man sieht, blau unterlegt auf der Seite sec.gov. Man braucht jetzt nicht den ganzen Kladderadatsch da hinten dran eingeben. Es reicht auch absolut, wenn man hier www.sec.gov eingibt und man kommt automatisch dann auf die Filing-Suche. Zeige ich Ihnen auch gleich. Die Regel auf der Website, wenn Sie jetzt beispielsweise irgendwas suchen und es nicht unbedingt bei den jeweiligen Behörden eingeben wollen, dann finden Sie das auch wirklich bei jedem DAX-Konzern, auch bei jedem US-Incorporated von hier auch beispielsweise europäischen Unternehmen, überall das Gleiche. Sie finden Investor Relations Bereich auf der Website und diesen Bereich dieser Investor Relations gibt es auch immer einen Unterpunkt Directors Dealings. Also das finden Sie bei jedem DAX-Konzern und auch finden Sie auch bei anderen Konzernen. Da steht das dann auch nochmal genauso aufbereitet. Ich habe es angangs gesagt, ich will jetzt nicht für jeden Werbung machen. Es gibt diverse Presseportale, Datenlieferanten, die großen natürlich, die sowieso jeder kennt, wie CNBC, Reuters, Bloomberg und so weiter, die sich aber bestimmt nicht jeder gönnt, weil es einfach wahnsinnig teuer ist. Aber es gibt viele, viele freie Webseiten. Am Ende dann vielleicht noch zwei, drei Beispiele. Behördenaufsicht. Securities Exchange Act von 1934, dadurch ist das gegründet worden und diese SEC hat auch wie unsere BaFin und auch andere Aufsichtsbehörden eben die Funktion Aufsicht, Schutz der Investoren und auch jeweils einen fairen, korrekten und transparenten Markt sicherzustellen. So wie wir das auch schon einmal gesagt haben mit der CFTC bei den COD-Daten am 10. September in unserem Webinar und so ist das auch hier in diesem Fall. Und wenn wir jetzt zum Beispiel hier nochmal das Zitat hier aus der Geschichte kurz ins Rein nochmal durchlesen, also zwischen den 1920ern gab es 20 Millionen größere und kleinere Aktionäre, die von dem jeweiligen, von der Nachkriegsgeschichte, von der Nachkriegsreichtum
einen Vorteil sich zogen. Und Setup the Mac for Change Stock Mal. Das ist mir in einer 50 Million News Increase of the Restraining Spirit become process. Okay. Was ich damit jetzt in dem Fall meinte, habe ich schon selbst wieder vergessen. Auch das gehört dazu. Vertrottelter Professor. In den USA wird den Insidern seit 2003 auferlegt, diese Meldungen zu Transaktionen auch elektronisch zu erklären. Das ist das sogenannte SEC Edgar System, was wir nutzen können. Das heißt also, es ist eine Behörde, haben Sie keine Angst, gehen Sie auf die Website der SEC und spielen Sie da einfach mit den jeweiligen Klicks einfach mal so durch. Da können Sie nichts falsch machen. Das ist eine Behörde wie die CFTC auch. Und da kann jeder quasi diese Daten ziehen und sich das anschauen. Was wir für unsere jeweilige Insider-Daten bzw. unsere Directest Dealings einfach nur brauchen, ist in dem Fall selbst nur das Formular 4, also Form 4 und die Formulare 3 und 5 in dem Fall, sie sind zur Erklärung und auch zum Filing-Prozess da. Wir selbst nutzen die Vierer dann als private Trader, um das sich uns anzugucken. Beispiel, wie sieht sowas im Vergleich zu BaFin bei der SEC aus? Das wäre dann zum Beispiel hier ein Fall von dem Unternehmen Kraft Heinz. Man sieht hier auch nochmals, wie jedes Formular ist, immer gleich aufgebaut. Links oben steht das Formular, die Formularnummer quasi, was es ist, damit man auch gleich weiß, dass man am richtigen ist. Formular 4, also Form 4. Dann steht, wer macht das Ganze? United States Securities and Exchange Commission, also die Aufsicht. Und dann sieht man hier noch im unteren schwarzen Bereich unter der Aufsicht dann Statement of Changes in Beneficial Ownership, was letztens was bedeutet wie ein Statement oder ein Bericht über die aktuellen Wechsel in den wirtschaftlichen Berechtigungen. Also Beneficially Owned ist ja letzten Endes wirtschaftlich berechtigt. Das sind die jeweiligen, die dort drin stehen, die dann melden, wie sich ihre Bestände erstmals entwickelt haben, zum Beispiel wenn sie aufgebaut werden oder ändern oder abbauen, je nachdem, was man eben macht. Auch hier links, linker Bereich, Name, wie es hier abzulesen ist, Lehman George in dem Fall oder Jorge. Dann natürlich das Unternehmen selbst, auch die Stadt und wo das alles herkommt. Und letzten Endes auch noch wichtig, wie heißt das Unternehmen, was in der Mitte hier steht, in Blau, Kraft Heinz. Dann das Transaktionsdatum hier in dem Fall, der 16.09. in diesem Fall hier. Auch das auch ein Beispiel, ein altes Beispiel in 2019. Und dann rechts nochmal angekreuzt, was für ein Relationship, also sprich, was für eine Beziehung, wer ist das ungefähr, was hat der für eine Rolle im Unternehmen, dann Director in dem Fall und vor allen Dingen dann im unteren Bereich schwarz, Punkt 1, Title of Security. Es handelt sich hier um einen sogenannten Common Stock, also das ist im Vergleich zum Preferred Stock keine Vorzugsaktie, sondern die Stammaktie. Und diese Stammaktie hat man hier mit einem blauen Code in der Mitte, direkt in der Mitte des Formulars ein kleines blaues P für Purchase, Kauf. Das sind die klarsten Signale überhaupt, die wir überhaupt finden bei diesen Pamphleten, bei diesen SEC-Documents. Weil wenn man sich mal vorstellt, so prozentual, ja, man denkt jetzt, man findet fast nur so Purchase und solche und auch Sell-Dokumente. Aber wenn man sich querfeldein mit diesen Formularen mal auseinandersetzt, da sind bestimmt höchstens so zwischen 10 und 15% Dokumente, die eigentlich überhaupt nur eine klare Verkaufsorder beinhalten. Und viele, viele, viele Dokumente, die sind einfach mit sogenannten A's und G's quasi noch Buchstaben noch versehen. Das heißt also, das sind alles Awards, Grants von den Unternehmen, durch Mitarbeiter, Optionsprogramm und solches, dass das alles mit hineingepackt wird. Das muss alles aber auch berichtet werden, wie viel wer erhält und mit welchen Beträgen und wie viele Aktien das sind und zu welchem Kurs und zu welchem Preis und so weiter. Und am Ende, welche Summe dabei rauskommt. Dieser Herr hat hier tatsächlich aber gekauft, in diesem Fall hier, zu einem Kurs von 28,60 Dollar. Und wer sich dann auch gerne den Kurs der Kraft Heinz anschaut, in diesem Zeitraum um den 16.09., das war ja gerade vor einem Jahr, der schaut dann gerne auch mal, was sich seitdem in der Aktie von Kraft Heinz getan hat. Mittlerweile knickt die zwar schön wieder ordentlich runter, hat ordentlich schon abgegeben wieder. Aber es geht letzten Endes darum, dass man diese Biege nach oben ja für sich dann auch nutzt und auch mitnimmt. Oder vielleicht nicht nur mit einem Swing-Setup, sondern mit einem Positions-Setup mit mehreren Schichten sowas aufbaut. Das sind
letzten Endes in dem Fall dann auch keine Trading-Sachen mehr, sondern das eher auch schon fast, ja, nicht nur Swing Trading, sondern es ist Investing in dem Fall. Übrigens hier bei Kraft Heinz haben Sie nur als Beispiel mal hinten dran auch einen netten Mitaktionär, Warren Buffett ist da kräftig drin. Das ist gleich noch ein zusätzlicher Grund gewesen, warum ich an dieser Stelle zu diesem Zeitpunkt selber auch da eingestiegen bin. Also ich erzähle Ihnen das nicht einfach nur aus einfach nur Jux und Dollerei, sondern ich habe diese, wie vorhin mit der Deutschen Bank, auch tatsächlich abgebildet. Und auch länger gehalten natürlich. Und übrigens auch zweimal Positionen aufgebaut. Übrigens zu diesem Amount, wo hier noch, das sehen Sie vielleicht kaum mit dem Auge, ist eine hoch 1 in grün. Und das ist auch beim Dokument immer wieder wichtig, dass man diese Punkte dann noch mit rein nimmt. Hier steht unten drunter Explanation of Responses bzw. eine Zusatzbemerkung, dass dieser Herr diese Aktion gemacht hat und einen gewissen Aufbau in seinem Portfolio noch vollzogen hat. Das heißt also, er hat seine Aktienanzahl erweitert, ja, insgesamt also erweitert, auf also quasi increased, also ausgeweitet um 19.946 auf 3.516.449. Wir sprechen hier nicht um Geld, hier steht ja auch Amount of Securities. Da können Sie sich also ausrechnen, was der Herr für ein Portfolio hat, allein nur von Kraft Heinz Aktien. Wenn Sie hier die 3.516.449.000 mal 28,60 beziehungsweise na, mal im aktuellen Kurs des Unternehmens dann nehmen, wie es gerade notiert, dann wissen Sie, was für ein Portfolio der da allein mit seinen Kraft Heinz Aktien hat. Das Gleiche von anderen, also man sieht, man hat so ein Signal dann in dem Fall zu den gleichen Zeiten ungefähr. Man sieht hier auch, das ist der 18.09.2019 vom Datum her von der Transaktion. Man hat sowas von mehreren bekommen parallel und auch dieser Herr hat hier ordentlich zugekauft, auch ungefähr fast schon in diesem gleichen Zeitraum. Und man hat das hier in dem Fall nochmal gesehen, das ist ein Unterschied. Rechts steht nochmal natürlich erstens mal die Fußnote, aber links davon steht nicht nur ein D, also direkt, sondern auch indirekt. Es gibt natürlich auch Herrschaften wie Vorstände, die sowas über sogenannte Investmentgesellschaften machen. Entweder eigene Vermögensstock, wie das auch in Deutschland oft gemacht wird von Vorständen. Die haben dann ihre eigene Vermögensgesellschaft, meistens als GmbH oder andere Struktur und dann kaufen die in Form von dieser Gesellschaft dann auch Aktienpakete. Also, die Insider-Transaktionen, die dienen uns ein Stück weit vielleicht als Entscheidungshilfe. Sie können uns zumindest ein bisschen, sagen wir mal, Vertrauen geben, wenn es heißt, ist das so interessant gerade aktuell, kann man in dieses Unternehmen so investieren? Kann man da jetzt tatsächlich einsteigen? Ja, das sieht nicht schlecht aus, die jeweiligen Vorstände, die nicht gerade wenig Ahnung haben, die also letzten Endes auch im Bereich Directors oder auch im Fall sogar Finanzdirektoren da drin sind, die haben da auf jeden Fall mehr den Durchblick, schätze ich mal. Okay, können wir mal gucken, dass wir mal eine Position aufbauen. So könnte man da beispielsweise vorgehen. Was aber wichtig ist, deswegen habe ich auch immer nur die Käufe erwähnt, vorsichtig bei der Interpretation von Verkäufen, weil mal Hand aufs Herz, wenn irgendein Vorstand, irgendein Aufsichtsrat, egal wo auf der Welt, ob jetzt in den USA, Deutschland, Frankreich, egal wo, Aktien seines Unternehmens verkauft, dann weiß wirklich echt keiner, warum er das gerade macht. Das muss nicht nur sein, weil er jetzt denkt, es ist jetzt zu Ende mit der Aufwärtsreise der Aktie. Das kann auch sein, weil er einfach Lust hat, irgendwie was Schönes, Teures zu kaufen. Es kann natürlich auch sein, dass er, was ich, eine teure Scheidung zu bezahlen hat. Da ist alles dabei an Gründen. Deswegen, das können wir nicht ungefähr alles rauslesen. Deswegen sind Verkäufe immer mit Vorsicht zu genießen. Wenn sie quer durch die Bank bei sehr, sehr vielen Insidern allerdings passieren und immer mehr Verkäufe die Käufe übersteigen, dann ist es tatsächlich aber ein Warnsignal in der Masse der ganzen Insider-Trades von allen möglichen, dass da auf jeden Fall die jedenfalls damit rechnen, dass die Bäume, also die Kurse, nicht mehr in den Himmel wachsen. Das gibt es auch schon auch immer sehr oft. Funktion ist also wichtig, das habe ich auch gesagt, Funktionen wie CEO, CFO am besten, das sind aussagekräftigere Signale, wenn irgendwie einer, der im hinteren Bereich des Aufsichtsrates sitzt, einfach mal so 10, 20, 30.000, 40.000 US-Dollar in die Hand nimmt, beziehungsweise Euro in die Hand nimmt, je nachdem, wo man ist, dann ist das nicht unbedingt so aussagekräftig. Wenn ein CEO oder CFO mal so einen sechsstelligen Betrag schon mal investiert oder aufwärts,
dann hat das schon mal eine gewisse größere Aussagekraft. So, das haben wir jetzt hier relativ hoffentlich nicht allzu erschlagen serviert bekommen. Weiß nicht, wie es ist bei Marc, aber hast du so zwischendurch vielleicht so Zwischenfragen? Ansonsten komme ich dann mit den zwei unteren Punkten jetzt dann auch in diese Websites dann nochmal rein, um uns aktuelle noch kurz anzugucken. Ja, Dirk, eigentlich muss ich dich enttäuschen, gibt keine Fragen. Alle erschlagen. Ja, wahrscheinlich. Alle erschlagen. Ob deines Insiderwissens auch, ne? Weil ich gebe zu, das ist ein trockenes Thema. Genau, du vermittelst uns ja eigentlich Insiderwissen, was man eigentlich gar nicht so oft hört und darüber aufgeklärt wird. Finde ich auch super interessant und ich denke mal, sowas, in so eine Thematik liest sich ja nicht jemand mal einfach mal so rein. Deswegen ist das bestimmt eine tolle Sache für all die Leute. Und ich glaube, wir müssen solche Informationen und jetzt hier diese Webseiten und wie sowas aufgebaut ist, so, das musst du erstmal verdauen. Das denke ich auch. Ja. Ja. Aber nee, es gibt keine konkreten Fragen. Alles prima. Und übrigens steht Kraft Heinz heute genau bei dem Wert, wo der Herr die beiden Vorstände gekauft haben, auch bei 28, irgendwas. Also die steht nach. Siehst du mal. Und zwischendurch 35, 36 ist ja keine schlechte Performance. Kann man genau. Damit leben. War aber auch mal wieder auf 20 runter zwischendurch. Ne? Ja, und das Schöne daran zwischendurch, ich kann das ja zumindest auch live berichten, abzüglich der jeweiligen ausländischen Kapitalsteuern, gibt es immerhin 35 Cent pro Aktie. Ja, also das ist in den jeweiligen Kursen zwischen 24, 28, 29, je nachdem, meistens so eine Dividendenrendite zwischen 4,5 und 5,5% gewesen. Kommt immer auf den Einstiegskurs hier dann an. Das ist nicht schlecht in dieser aktuellen Zeit. Kann man mitleben. Okay. Auf jeden Fall. Vielleicht könntest du mir noch eine Frage beantworten, die ich von dir beantworte. Ich weiß nicht, ob du sie mir beantworten kannst. Was ist denn, weil wir gerade bei diesem Thema Insiderhandel sind und das Thema ist ja heute Aktien und Insiderhandel, legal oder nicht legal. Ich sage nur ein Wort, Wirecard. Schön, schön, dass du fragst. Auch da habe ich noch einen Punkt. Ah, du kommst dazu noch. Okay, alles klar. Da komme ich noch, habe ich einen Punkt, den ich da noch mal kurz anbringen will, wie man auch diese Daten zusätzlich noch mal als Information nutzen kann. Ja gut, genau. Dann lass dich einfach weitermachen. Alles klar. Okay. Gut, also dann gucken wir noch mal kurz zu dem Unterpunkt. Da haben wir Insiderhandel und Saisonalität. Das ist auch immer so eine Frage von wegen, in welchen Monaten vielleicht das ganz interessant ist. Wo kommt es gehäuft vor? Wo ist es vielleicht weniger gehäuft? Welche Monate sind da vielleicht eher unter die Lupe zu nehmen, welche nicht. Sicherlich kann man sich vorstellen, das können Sie sich hier auch vorstellen, dass so Extremjahre wie 2008, 2009 oder jetzt beispielsweise auch in Zeiten jetzt des Corona-Abschwungs, wie wir ihn da immer bezeichnen, vom Februar, März, dass natürlich da auch immer solche Dinge absolut mega verzerrt werden. 2008, 2009 zum Beispiel mit der Weltfinanzkrise, da war so ziemlich jeder Monat gerne mal genutzt und wurde auch von den Insidern natürlich auch ab einem gewissen Punkt genutzt, wieder die Aktiendepots vollzuladen. Und deswegen hat sich das ein bisschen verzerrt immer wieder. Man hat hier zum Beispiel mal eine Sichtung zwischen 2006 und 2012 an einem Beispiel, das ich herausgefunden habe, hier gesehen, dass die Insider-Transaktionen im August und November von der Anzahl der Transaktionen am höchsten waren, während sie im April, Oktober, Juli und September, also jetzt aktuell auch im September, im Vergleich zu den restlichen Monaten eher niedriger waren. Wenn wir das auf die einzelnen Jahre immer anschauen, dann sieht man es doch schon sehr oft, dass der September eigentlich nicht so der perfekte Monat ist. Das bedeutet aber auch gar nicht, dass Sie jetzt hier nicht irgendwelche Signale irgendwo sich rauslesen können, weil ganz ehrlich, wenn Sie sehen, wie irgendein Insider gekauft hat, der kann auch total timingmäßig daneben liegen, dass er mehrere Monate unter Wasser ist, aber auf die längere Sicht wird er recht behalten, dass das jeweilige Unternehmen mit guten Zahlen dann doch überzeugen kann. Also es kommt, wie gesagt, immer darauf an, welches Jahr und welchen Monat man sich hier erstmal raussucht. Obendrein kommt es darauf an, welchen man da ein besonderes Augenmerk schenkt. Ich wiederhole nochmal ganz kurz für diejenigen, die das vorhin nicht mitbekommen haben, die Websites. Es ist einmal hier die BaFin.de, es ist für Österreich, früher war es die FMA, die Finanzmarktaufsicht, dort wurde das nicht mehr gemacht. Findet man zum Beispiel jetzt über die Seiten der Wiener Börse, die Marktdaten, Statistiken, Directors Dealings. Über die Schweizer Seiten findet man hier über die SER AG Resources, Notifications, findet man aber auch als Unterlink über die Sixt Group, also den Betreiber der Schweizer Börse hier, über Swiss Stock Exchange Market Data, dann die sogenannten Management Transactions oder auf Deutsch
die Management-Transaktionen, die an der Schweizer Börse vollzogen werden. Kanada, habe ich gerade gesehen, ist mir da runtergerutscht. Das ist hier nochmal etwas sauberer dargestellt. Das ist einmal die SEDA.com und hier etwas anders nochmal aufgesetzte Seite SEDI. Dort findet man zum Beispiel auch in Übersichten der letzten Wochen schön zusammengefasst alle Unternehmen, die dort Directors Dealings publiziert haben und zu gewissen Kursen gekauft haben. Und natürlich hier als größter Kapitalmarkt die USA mit der Seite, die wir schon genannt haben, SEC.gov. Hier nochmal ein paar Dinge zumindest, ohne hier Werbungsgedanke zu haben. Hier geht es einfach nur darum, dass die Seiten übersichtlich sind, wenn man sie schnell findet. Da kann man auch sichten. Die Seiten der BaFin selbst sind relativ unübersichtlich, muss man mal schimpfen. Die Behörde sollte eigentlich ein bisschen Zeit dafür aufwenden, dass man sie vielleicht etwas schöner sehen kann und besser aufrufen kann. Aber dafür gibt es dann auch hier solche Dienstleister, die das nochmal schön zusammenfassen. In diesen Übersichten kann man übrigens eine Vorauswahl treffen, anhand der Transaktionsvolumina und Kauf- und Verkaufs schon mal auseinanderklabuseln und braucht dann nur noch nach den einzelnen Daten vielleicht nochmal extra nochmal drauf gucken, wie weit das tatsächlich dann auch alles eins zu eins stimmt. USA, auch hier nochmal zwei Vorschläge. Muss ja nicht, kann jeder selber noch andere Seiten rausfinden, in dem Fall hier Open Insider oder Finvis / Insider Trading. So, an der Stelle wollen wir uns dann auch in die Seite der BaFin reinwählen. Wir sind auf der Startseite der BaFin und da scrollen Sie letzten Endes tatsächlich mal einfach ganz, ganz schnell runter und da kommen Sie schon auf den Unterpunkt Datenbanken. Da klicken wir drauf, relativ schnell Datenbankenübersicht, was es hier alles gibt. Und dann finden Sie auch schon den Mitteilungslink hier, Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften. Also wie wir es vorhin in der Übersicht ja von mir hier hatten, diese Marktmissbrauchsverordnung, Artikel 19. Ach, doch, habe ich richtig geklickt, ich habe schon gedacht, ich hätte nicht richtig drauf geklickt. Dann sehen Sie hier Meldepflichten und so weiter. Weitere Informationen zu den Meldepflichten finden Sie unter Seite Directors Dealings. Logischerweise, wenn Sie sich dann da durchgeklickt haben, bookmarken Sie sich natürlich den direkten Link und bekommen dann letzten Endes gleich den Bereich hier der BaFin. So sieht das aus, Mitteilungen über Eingaben und so weiter. Und da schauen wir uns dann gerne mal, ich habe mal so ein Word als Unter quasi hingenommen, mal an, was hier gerade ganz interessant vielleicht ist. Ein Beispiel habe ich mal rausgezogen, das ist jetzt hier, will ich mal aufrufen, die Seite hier, das ist zum Beispiel die Lanxess. Und dort finden wir zum Beispiel ein paar Käufe. Wenn wir hier rechts drauf gucken, also es ist angeordnet dann, man sieht hier, wer es ist, Position, Vorstand, man sieht, was für ein Geschäft es ist, es sind hier Käufe nur. Und man sieht dann aber auch, zu welchem Datum, also in dem Fall hier August und so weiter, runter geht es bis zum März sogar zurück. Und man sieht auch noch Ort des Geschäfts, wo die jeweiligen Leute das gekauft haben, also Tradegate etc. Sogar einer hier, muss man gerade gucken, wer das ist. Citadel Connect Europe, also mit anderen Worten, scheint er schon das bessere Tool zu haben, dass er das da kaufen kann. Und dann noch die restlichen auch über Tradegate und etc. So, und dann gucken wir uns einfach einmal raus, wie das dann aussieht. Klickt man hier vorne auf das rote Lanxess-Button hier drauf. Und dann sieht man nochmal explizit diesen Namen hier. Und dann poppt das hier auf. Und dann sehen Sie, wie vorhin, wie ich es auch vorgestellt habe, hier Preise. Dann die jeweiligen Durchschnittspreise. Der Durchschnittskurs wird dann nochmal ausgewiesen, 47,49. Und man sieht dann obendrein hier noch das aggregierte Volumen. Also der hat hier mit einem Volumen von knapp 200.000 Euro Aktien von Lanxess gekauft. Wenn man sich den anschaut, den aktuellen Kurs von Lanxess, das können Sie ja gerne selber auch nochmal tun oder selber gerade bei Ihrer Plattform aufrufen, dann finden Sie natürlich den Kurs teilweise mal Ober- und Unterwasser, aber Sie sehen zumindest, dass es aufgrund der aktuellen Lage vielleicht nicht ganz so verkehrt sein könnte. Wir wissen alle nicht, ob diese tolle zweite Welle tatsächlich mit voller Breitseite uns erwischt und den Markt nochmal nach unten schleudert, wissen wir nicht, das wissen auch die Vorstände nicht, aber Sie kennen zumindest so halbwegs ihre Bücher und wie Ihr Unternehmen dafür aufgestellt ist und dass Sie mal da schon ein bisschen reinkaufen. Dann können wir natürlich hier auch nochmal in der Funktion zurückklicken und finden dann noch andere Herrschaften oder auch Damen hier. Das wollen wir gar nicht so weit führen. Es findet auf jeden Fall, wenn Sie in der Summe dieser Trades dann sich das anschauen, dass die Herrschaften alle so um diesen Kursen zwischen 45 und 47 auch was gekauft haben. Und das wäre zumindest dann mal ein Blick wert. Übrigens, auch hier sind Sie mit Warren Buffett mit in einem Boot.
weil der ist bei Lanxess, nämlich über seine Berkshire Hathaway und andere, oder wie eine andere Gesellschaft auch heißt, mit eingestiegen. Schauen wir uns einmal die Fielmann an hier noch. Da habe ich, dass ich das jetzt hier nicht auszusehen noch verwuchsel. Nein, Fielmann. Da haben wir hier dreimal den Herrn, Professor Dr. Binz, Mark Binz, Aufsichtsrat. Und wenn wir auch nur mal auf eins von den vielen klicken, dann sehen wir auch hier aufbereitet, wie die anderen, immer das gleiche Dokument, mit welchen Preisen und zu welchen Kursen, welchen Amount, also Volumen, der da reingegangen ist. Also hier sieht man auch, der hat über 200.000 Euronen hierfür aufgewendet und zu einem Preis von 63,89 Durchschnittspreis per etc. gekauft. Wenn sich mehr anschaut, was aktuell bei Fielmann los ist im Kurs, da ist er da ungefähr so auf dem aktuellen Kurs geblieben. So, wir sind da so meistens zwischen 62 und 64 Euro so seitwärts getickert, was ich da so beobachtet habe. Und das scheint vielleicht auch ganz interessant zu sein, weil trotz Corona, trotz dieser möglicherweise doch etwas härteren Einbrüche im Geschäft von Fielmann, schielt man da tatsächlich auf ein anderes Land und will da sogar vielleicht Zukäufe tätigen. Sie sehen also, das sind auch Sachen, die man mit anderen Thematiken noch zu verrühren hat. Ja? Ein bisschen so im Hinterkopf auch noch andere Dinge mit reinbringend. Oh, das ist vielleicht auch strategisch natürlich gedacht. Die könnten sich vielleicht noch auch erweitern, geschäftserweitern und könnten vielleicht dadurch dann doch überraschend gute Zahlen doch nochmal bringen in den nächsten Quartalen. Gucken wir uns das doch nochmal näher an und schauen uns mal an, ob wir bei einem schlechten Tag oder mehreren schlechten Tagen von Fielmann, von der Aktie, da nicht vielleicht sogar billiger reinkommen als der Herr Professor hier. Gute Chancen haben Sie dadurch allemal. Aktuell die Volatilität ist ja da. So, dann gucken wir uns nochmal ein anderes an. Das ist zwar jetzt hier in dem Fall ausgerechnet ein Broker, aber es ist halt nur mal ein Signal und dieses Signal ist sehr interessant gewesen, weil da ist unheimlich viel gekauft worden in der letzten Zeit und man muss den Herren ja echt mal hier tatsächlich sagen, das ist mittlerweile ein Milliardenladen geworden, Market Cap über 1 Milliarde, also keine kleine Bude mehr. Da sieht man auch die CEOs, die jeweiligen Aufsichtsräte und auch wer da alles kauft. Man sieht auch natürlich, wie überall die Daten, ab wann das gemacht wurde, also eigentlich seit dem gesamten Frühjahr hin, Juni bis den ganzen Sommer durch, bis sogar jetzt zum September, ist regelmäßig von allen möglichen Vorständen und auch Aufsichtsräten hier gekauft worden und teilweise, je nach den jeweiligen Kursen, die die Herrschaften erwischt haben, habe ich mal nachgeschaut, sind teilweise Kurse dabei gewesen zwischen 30, 32, 35. Und die Aktie, sofern ich mich jetzt nicht falsch daran erinnere, ich habe es jetzt nicht auf parallel, hat da zwischenzeitlich schon mal die 44, 45, 46 und so weiter gesehen. Und wenn man dann heute guckt, habe ich sogar auch gesehen, hat Goldman Sachs da sogar ein schönes Kursziel in den 50ern rausgehauen. Also schlecht scheint die nicht gelegen zu haben. Sieht wohl auch danach aus, dass da irgendwo noch was an News noch kommt. Also die Herrschaften wissen wohl, was sie tun, denn sie haben ihr Portfolio ganz gut im Griff, denke ich. Und wer da in der Zwischenzeit da zwischenzeitlich genauso auch mal mitgemacht hat, sowas als Signale abgebildet hat, hat mit Sicherheit zumindest keine roten Vorzeichen im Depot stehen. So, das zum Beispiel noch. Und damit wir mit der Zeit nicht zu sehr hinterherhängen, eine Sache noch, damit Sie auch sehen, dass Sie bei der BaFin, na, dass dort auch nur mit Wasser gekocht wird. Da haben wir nämlich zum Beispiel hier einen Herrn von der hat Hugo Boss Aktien gekauft, relativ viele. Ich hoffe, ich finde das jetzt ausgerechnet noch das Beispiel. Beispielsweise nehmen wir mal hier den Herrn Waldemar Herrmann. Und auch dort scheint man zwar über einen gewissen quasi besseres Depot oder sonst was Setup zu verfügen. Der Herr hat hier über Turquoise gekauft. Also nicht einfach irgendwie über Xetra oder Trade geht. Und man sieht zum Beispiel auch, dass der BaFin auch mal Fehler unterlaufen. Also das sind auch Menschen, die da arbeiten. Sie sehen hier, der Preis ist 13.000 für die Aktie und das aggregierte Volumen ist 22,69 €. Also auch das gibt es mal, dass ich mal sehe, dass bei so einer Behörde auch mal was falsch läuft. Meine Güte, kann mal passieren. So, der Marc hat vorhin was von Wirecard gesagt. Den Spaß habe ich mir dann auch nochmal gemacht, weil da ging es hauptsächlich darum, als es mal Berichte gab über Wirecard, die ja wirklich nicht so knapp in den Medien vertreten war in den letzten Monaten,
kamen natürlich auch immer wieder auch diverse Herrschaften in den Vordergrund, ob das jetzt Herr Marschalek war oder ob das jetzt natürlich der ehemalige CEO war, Markus Braun. Und da sehen wir beispielsweise auch noch seine sogenannten Meldungen, also seine Filings. Man musste das ja auch erklären, was er kauft und verkauft. Und da hat man damals, falls ich das noch richtig in Erinnerung habe, auch in der Presse auch oft was von geschrieben. Jetzt guckt ihr den an, der Kerl, der Verbrecher und sonst was man so gerne auch schreibt auf Bild-Zeitungsniveau. Der Kerl, der hat hier für Millionen Aktien gekauft und dann, weil er das sinkende Schiff schon hat kommen sehen, hat das noch schnell alles verkauft. Tja, schön wäre es für ihn gewesen. Wir gucken jetzt mal auf eines drauf, wo das vielleicht der Fall gewesen wäre. Da ist das vom Mai. Ja? Da hat er nämlich für einen Kurs von 90,38 hat er insgesamt fast 2,5 Millionen ausgegeben. Ja? Also 2,5 Millionen hat er da reingebuttert. Man sieht hier, ist nichts versehen mit sonstigen Erläuterungen. Das ist ein normaler Kauf Aktien. So, jetzt kommt es aber. Und zwar, da wo man gesagt hat, hier jetzt hat der Kerl das sinkende Schiff, er sieht es schon kommen und hat das verkloppt. Diese drei Teile sind alle so ungefähr die gleichen Meldungen. Deswegen klicke ich jetzt einfach mal auf die oberste. Und da sehen Sie relativ schnell, warum die ganze Nummer passiert ist. Der Verkauf wurde zu einem Kurs ausgelöst von 26,64. Das war ein Volumen von 14.430.000. Ja. Aber hier kommt's. Das hat er nicht freiwillig gemacht. Ich war Aktienverkauf aufgrund von Margin Calls. Also wer definitiv in diesem Bereich ja tätig ist, und das werden ja die einigen oder anderen hier auch, so wie mir und bei Ihnen wohl auch sein, die wissen, was ein Margin Call ist. Und der gute Herr hat hier dementsprechend mit ganz, ganz anderen Rädern gedreht und hat wortwörtlich dann sich tatsächlich mega verzockt. Und das ist nicht freiwillig der Verkauf gewesen, sondern das ist ihm um die Ohren geflogen, das Geschäft. Und es ist abverkauft worden. Und das sind die drei Meldungen, die da erschienen sind. Mit diesen gigantischen Summen, die da insgesamt irgendwie, wenn man es alles zusammenzählt, ich mache es gerne jetzt auch nochmal schnell, das sind hier die 14,4 Millionen, die wir hier sehen in der ersten Meldung. Das sind hier in dieser Meldung dann nochmal 50 Millionen. Ja, also rechnen Sie schnell mal so, also 14,64 sind wir, 65 sind wir schon. Und in der dritten Meldung kommen wir auch nochmal, ne? Dann nochmal auf 45, also da können Sie mal gucken, mit was für einer Riesensumme der da hantiert hat. Also das ist Wahnsinn, ja. Das sind Beträge, da schüttelt man tatsächlich mit dem Kopf, dass man das so in diesem Bereich dann macht. Na gut, also das war der Punkt, den ich da reinrührte, Marc. Ich weiß nicht, ob du da noch einen Punkt, einen extra Punkt vielleicht noch hattest, können wir ja gleich nochmal vielleicht eruieren. Es gibt noch zwei, drei Sachen, die im deutschen Bereich vielleicht interessant sind. Ich sage es jetzt mal schnell Durchlauf, ist einmal Kränke, weil da gibt es auch so ein paar Vorwürfe, die da rumkursieren. Da sind aber Insider kräftig am Kaufen aktuell. Deswegen scheint das ganz interessant zu sein, auch ungehebelt am Kaufen, also sprich mit ganz normalen Aktienkäufen, mit auch noch normalen Summen, nicht wie das hier bei Wirecard der Fall war. Und dann sieht man zum Beispiel auch noch eine MBB-Beteiligungsgesellschaft, da hat der jeweilige Vorstand nochmal wieder neu nachgekauft. Gut, kommen wir mal zur SEC, das habe ich jetzt ein bisschen stiefmütterlich behandelt, die ganzen 2 Minuten muss ich jetzt kurz nochmal dranhängen. Geben wir zum Beispiel jetzt mal irgendein Unternehmen ein, wo ich das jetzt mal gesehen habe, wo es mal interessant ist. Brown-Forman können wir jetzt mal eingeben. Wer das noch nie gehört hat, der gucke einmal auf die Jack Daniels Produkte oder sonstiges. Da sind die einzusortieren. Da finden wir dann diese Übersicht, nachdem wir die Firma eingegeben haben. Und dann gibt es hier links unten in diesem Kästchen gibt es eine 4 einzufüllen. Ja, das ist diese Form 4. Also dann wird nur die Filings 4 ausgeworfen bekommen. Hier klickt man dann auf Include und sagt Search. Klick und dann passiert das auch. Und es werden einem dann in dem Fall nur die Vierer, wie man hier sieht, links ausgeworfen. Ja, das ist also nur das Form 4 Form Filing. Und dieses Form 4 Filing konnte man sich jetzt angucken. Das sind verschiedene Daten. Ich habe mir jetzt beispielsweise die natürlich von vorher angeguckt, damit wir hier schneller durchkommen, weil sonst sitzen wir hier morgen Abend noch da. Und da gucken wir uns den 8. beispielsweise an. Dann ziehen wir immer das oberste, die obere. Na, jetzt gemacht. Die obere Linie und da klicken wir drauf
Und dann kommt uns dieses Formular, was wir vorher schon oft gesehen haben, doch relativ vertraut und bekannt vor. Das sind wieder die gleichen, der gleiche Aufbau. Dann sehen Sie, was für Aktien wurden gekauft. Erstens mal sehen Sie, wer ist das? Was für ein Unternehmen ist das? Brown-Forman. Was sind es für Aktien? Einmal Class A kommen, also für Stammaktien A, Stammaktien und B Stammaktien. Dann das Datum. Man sieht P wie Purchase, also Kauf. Man sieht den Amount, die Anzahl, die Größen, die Kurse, beziehungsweise in dem Fall die Quotation hier und dann die Anzahl der Aktien und in welcher Form das gemacht wurde, also direkt. Man sieht aber auch noch andere Dinge, die hier beispielsweise indirekt in den Vermögensstock dann gingen. Wer das nicht weiß, hier 401k, das ist letzten Endes wie so ein Rententopf, Rentensystem USA, quasi Rentenplan. Das wird dann unten auch noch mehr erklärt. Wenn man runterscrollt, alles, wie ich vorhin erklärt, alles, was grün ist, hier sind 1, 2, 3 als grüne Hochzeichen in Klammern und die sind dann hier nochmal extra ausgewiesen und erklären, warum er das gekauft hat, in welchem Plan er das gekauft hat, manche, die er in den 401er-Plan reingepackt hat, in seinen Rentenplan, andere, die er so gekauft hat. Ja. So, einen letzten hauen wir noch raus, klicken einfach schnell zurück, damit wir das gleiche nochmal machen. Relativ einfach, ist zwar ein kleines Pillepalle-Unternehmen mittlerweile, war früher mal anders. Vielleicht kennst du eine andere noch. Guess ist in dem Fall Mode. Auch die sind in Corona-Zeiten schwer angeschlagen. Vielleicht kriegen sie noch die Wiege. Mal gucken. Jedenfalls scheint der CEO, also der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, ein bisschen Gottvertrauen in dieses Unternehmen zu haben. Denn er hat beispielsweise natürlich in den letzten, aber auch hier zum Beispiel, wenn wir zurückgucken, habe ich jetzt das Richtige genommen? Pfeil, ach so. Draufklicken, hat er am 10.9., wenn ich mich recht erinnere, habe ich vielleicht sogar das Datum falsch notiert, hat er dann gekauft, zwar nicht gleich kleinen Rahmen, einmal in den Family Trust, 10.9., da haben wir es doch genau, auch als Stammaktie, Purchase Code, also PW Kauf, 83.000 und zu einem Kurs von 12.01, da eiert die Aktie auch leicht drunter noch rum, möglicherweise weiß er da einiges, vielleicht was andere eben nicht wissen, dass sich das erholt. Also zumindest ist das wohl seine Absicht, weil ansonsten schmeißt er nämlich das auch nicht alles so zum Fenster raus. Also, das war jetzt nochmal im Schnelldurchgang das. Ein bisschen zeitlich überzogen, Marc. Gehen wir nochmal kurz zurück. Ich habe da vielleicht noch eine Frage hier von, von dem Max, der fragt, gerade nochmal bezogen auf Wirecard, bedeutet das, dass man eben, dass man auch Code in Anführungsstrichen Sonstiges anschauen muss? Ja, das ist als Sichtung sicherlich interessant. Rein als Signal ist es natürlich fraglich, ob das ein Gottvertrauen in die Aktie gibt, wenn da einer per beispielsweise Mitarbeiteroptionen oder sonst was zu einem gewissen Kurs für Umme teilweise bekommen hat, was letzten Endes das Unternehmen ja massiv aufwenden muss und was ja auch immer wieder die Aktien verwässert, also im Ergebnis. Auch die ganzen Programme, die ja aufgelegt werden, die werden ja letzten Endes mit Aktien bezahlt, die neu ausgegeben werden oder im Hintergrund insgesamt dann also diluted, voll verwässert auch ausgedrückt werden und die verwässern natürlich das Gesamtergebnis für den Aktionär. Also rein betrachtet natürlich kein tolles Signal dann, auch nicht toll für den Aktionär, der bereits investiert ist, weil er wird immer verwässert durch die ganzen Insider, die bezahlt werden dadurch. Ich finde es halt interessant, immer zwischendurch da auch schon reinzugucken, da hat er recht. Da findet man nämlich, weil man da vielleicht mal reinguckt, auch manchmal solche Hämmer wie jetzt da im Fall von Wirecard oder eben auch solche Sachen wie, wenn man jetzt bei Deutsche Bank mal geguckt hat, was denn da für wahnsinnige Mitarbeiterprogramme oder auch zusätzliche vertragliche Komponenten da reingeschnürt werden, weil es ist mit Sicherheit auch nicht uninteressant, das einfach mal zu wissen. Ja, sehr interessant auf jeden Fall. Da gibt es, nicht Dirk. Ich frage nochmal in die Runde, ob es noch weitere Fragen gibt. Vielleicht stelle ich mal ganz kurz noch eine, die ich immer bei jedem Webinar einfach mal stelle, weil von WA Self-Invest-Seiten wir natürlich gerne interessiert sind, wer über kurz oder lang mal bei uns handeln möchte und gibt immer wieder auch Einstiegsangebote für neue Kunden. Deswegen stelle ich einfach mal die Frage, gibt es irgendjemand, der in den nächsten Tagen, Wochen vielleicht gerade jetzt Neukunde werden möchte, dem kann ich gerne auch ein Angebot machen. Tragen Sie sich dann einfach hier ein, geben Sie Nummer im Chat noch ein, schreiben Sie rein, dann haben wir die in einem File, das wir dann ausprinten morgen, beziehungsweise das elektronische, das wir dann auswerten. Würden wir dann morgen oder Montag die in Kontakt aufnehmen, dann können Sie gerne sich hier auf Ja klicken. Ansonsten
kein Interesse haben und schon Kunde sind oder es erstmal nicht werden wollen, dann bitte einfach Nein klicken. Ja, auf jeden Fall habe ich hier schon lobende Worte, dass das sehr interessant war. Das fand ich auch, Dirk. Und ich habe jetzt auch keine konkreten weiteren Fragen an dich. Wie gesagt, ich denke mal, das werden sich vielleicht jetzt einige Leute, Zuschauer, dann morgen mal oder nächsten Tagen mal auf die Seite von der SEC oder von der BaFin verirren. Das wäre ja mal nicht so schlecht. Und das einfach mal nachklicken, ne? Das wäre so. Ja, das Wetter wird auch schlechter. Das ist auf jeden Fall auch eine Wochenendarbeit, sowas. Das ist genauso wie mit den COT-Daten. Das sind so Sachen, die man sich einfach mal ganz gemütlich, genau, ohne jegliche Hektik angucken kann, weil es da absolut gar keine Zeit irgendwie im Rücken. Das kann man sich angucken, auch noch ein, zwei Monate danach, einfach um zu sehen, oh, der hat aber ein schlechtes Timing erwischt. Da können wir ja mal gucken, ob wir das nachbilden. Kann ich auch noch eine Anekdote, was heißt Anekdote, vom schlechten Timing erwischen oder was auch immer, welche Hintergründe manche ja haben. Der Ferdinand, Dr. Ferdinand Porsche, der hat ja auch kräftig nachgekauft und fast 1 Million ausgegeben und oder mehr sogar, und hat mit seinem Timing auch relativ schlecht eigentlich schon gelegen. Er hat vor dem, also kurz vor der extremen Delle nochmal, Corona-Delle, schon mal gekauft. Die ganze Reise natürlich mit runter mitgemacht. Wer macht da schon in deren Position einen Stop-Loss? Braucht er ja nicht machen. Gönnt man sich. Und ja, dann ist er da halt wieder mit oben zurückgeschwommen und ist mittlerweile rund um seinen Einstiegskurs gerade wieder da. Also das sind auch so Dinge, die man sich dann also später auch noch angucken kann. Und dann kann man sehen, von wegen, ach, das ist eigentlich interessant, bringt mich auf die Idee, da könnte ich mal jetzt gucken. Die zahlen ja noch Dividende bald, vielleicht geht der Kurs doch mal in Richtung AV nochmal ein Stück hoch. Okay, ja, können wir uns mal angucken. Sowas zum Beispiel. Warum sollen Vorstände auch schlauer sein als wir Analysten, ne? Ja, das ist ganz ehrlich, das Timing ist bei jedem manchmal einfach nur der einzige Grund, warum man schlecht irgendwie liegt. Ich meine, das ist ja letzten Endes, das hört sich schlau an, aber egal, ob du Professor bist oder ob du ein ganz durchschnittlicher Arbeiter bist, du kannst genauso die richtige, gute Sekunde gerade erwischen, wo du halt eben auch sagst, jetzt ist alles, wo es ungefähr so halbwegs scheinbar stimmt, technisch total überverkauft. Die Indikatoren sagen mir ein bisschen, dass ich da was tun könnte in den nächsten Wochen. Also ich rede jetzt immer von Tages- und Wochenbasis überverkauft. Und da habe ich da schon ein bisschen mehr Vertrauen, weil ich dann auch noch jetzt sehe, dass die auch noch gekauft haben. Boah, da lege ich jetzt mal ein bisschen los und mache da auch mal was rein. Ja, dann kann das doch ein besseres Signal sein und besser auch mit besseren CRV für dich versehen sein persönlich, als wenn du da einfach blind einfach irgendwo Aktien kaufst. Ja. Das denke ich auch. Das hört sich auf jeden Fall. Das ist ein schönes Schlusswort, Dirk. Und wir sind eigentlich auch schon weit drüber, aber macht ja nächstes Jahr meisten alle noch da, meine Güte. Und aber Fragen gibt es nicht mehr, Dirk. Ich würde mal sagen, dann hören wir uns wieder am 8., soweit ich das in Erinnerung habe, am 8. Oktober. Ne? So machen wir das. Genau, selbe Zeit, selber Ort, auch ein Donnerstag, 18 Uhr. Und dann haben wir nochmal am 22. Oktober. Auch nochmal, also an alle, die. Oh, das kommt noch was danach. Ich bin noch säumig. Ich habe noch was nachzuliefern. Du erinnerst mich gerade daran, Gottes Willen. Ja, prima. Wenn wir dann im November oder Dezember nochmal was machen, auch gut. Haben wir nur noch nicht festgelegt, aber können wir noch terminieren. Aber an alle, die sich jetzt schon anmelden wollen für den 8. oder 22. sei gesagt, die können auf unsere Webseite gehen und sich da gern schon anmelden. Ja, und Dirk, dann hören wir uns in 2 Wochen, ist das ja schon. Und dann wünsche ich dir einen schönen Feierabend und vielen Dank für den sehr interessanten Vortrag. Und ja, gönn dir einen Schluck. Ja, genau. Aus der Pulle. Hast du dir verdient. Der Hals ist bestimmt trocken. Alles klar, mach's gut. Passt das. An alle. Schönen Dank fürs Kommen und beehren Sie uns bald wieder. In 2 Wochen spätestens sind wir wieder da. Bis dann. Danke. Tschüss. Danke, Dirk. Tschüss.